Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Porta Stories Mel. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und haben in der letzten Folge, ja, noch nicht wirklich diesen Parcours absolviert, denn uns fehlt noch ein kleines Stückchen. Wir müssen nämlich noch einen ganzen Würfel hier rüberbringen, doch wie wir das anstellen, das bleibt noch offen. Das werden wir sehen. Ich habe das letzte Mal hier ein Portal platziert, hat nicht viel gebracht, denn der Strahl geht schließlich nach oben und nicht nach unten. Das heißt, das muss auf jeden Fall eine andere Lösung geben. Und ich bin gerade am Überlegen, was für eine. Wäre so cool, wenn man das Glas da oben zerschießen könnte. Geht leider nicht, offensichtlich. Puh, ja, gute Frage. Wir könnten theoretisch mal versuchen. Ja, dafür müsste ich erst rüberkommen wieder. Ich hätte sonst gesagt, man könnte theoretisch mal versuchen, da hinten ein orangenes Portal zu platzieren. Problem ist nur, ich weiß halt nicht, wie ich jetzt da rüberkomme. Jetzt komme ich hier wieder raus. Ja, das hat nicht sehr viel gebracht, offensichtlich. Dann kann ich ja nichts platzieren. Da sind ja überall Wände zwischen. Naja, okay, warte mal. So, wir gehen jetzt erstmal nochmal ganz klassisch hier rüber. Haben wir schon das letzte Mal gemacht. Ich weiß. Aber diesmal wäre vielleicht der Plan... Ja, was ist der Plan? Gute Frage, ne? Das Portal hier zu platzieren. Kommen wir hier raus? Was, wenn wir den Würfel einfach mal hier runternehmen erstmal? Das bringt nicht viel, ne? Nee. Ja, wie gesagt, wenn wir hier... Sobald wir hier drin stehen, kommen wir nicht runter. Weil... Naja. Das ist einfach ein bisschen zu stark, dieser Strahl. Ich sag, wir müssen den Würfel da hinten holen. Das wäre so das Ausschlaggebende. Aber das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Vielleicht sieht es auch schwer aus. Ich kann mich auf jeden Fall theoretisch hier auf dieses Treppchen raufstellen. Was das jedoch bringt, ist eine andere Sache. Offensichtlich nicht sehr viel. Ich wünsche, man könnte da einfach durchgehen. Wartet mal. Ich schau mal kurz was nach. Wenn wir jetzt... Was haben wir jetzt hier? Blau, ne? Jetzt haben wir da hinten wieder ein gemischtes Portal. Ne, warte, das kommt ja da raus. Okay. Ups. Kurzer Leck. Das können wir natürlich immer noch darüber leiten. Bringt halt nur nicht sehr viel. An erster Stelle... Ja, wir müssen... Oh Gott. Wir müssen halt allgemein einfach nochmal hier rüber, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir hier. Ja, toll, am Anfang wieder, ich weiß, aber... Lass mich mal kurz überlegen. Das Problem ist, dieser Würfel aktiviert dieses Portal. Das heißt, wir müssen dafür sorgen... Dass wir das Orange hier irgendwie rüber bekommen. Dann möglicherweise das hier irgendwie an den Wänden platzieren, weil es uns dann einsaugen würde, theoretisch. Aber wie machen wir das? Das ist halt eine gute Frage. Ich meine, man kann natürlich wieder den Klassiker hier bringen. Einfach so. So kommt man natürlich rüber. Aber das klappt ja nicht andersrum. Jetzt stehe ich dann halt wieder hier drüben. Ja, toll. Ah, ne, warte mal. Jetzt ist das Portal da platziert. Jetzt kann ich ja einfach das Blaue hier platzieren, oder? Jetzt können wir hier rüber wieder. Okay, ja, jetzt ergibt alles Sinn. Dann müssen wir uns den Würfel schnappen. Da ist natürlich wieder nur das Problem. Ah ne, den können wir einfach spawnen lassen. Stimmt, ja. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige. Ja, sehr gut. Und dann machen wir, was für ein Portal dorthin? Das Orangene ist hier. Also müssen wir das Blaue ist, okay, machen wir das hier hin. Ja, perfekt, wir haben's. Ja, gut, okay. Das war jetzt auch eigentlich eher Glück.
und Zufall als Wissen. Ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich noch eine Stunde damit rumgeschlagen sonst. Oder hätte halt nachgeschaut. Okay, ja. Naja. So, apparently, the records on these computers are kinda severely out of date. I think I can recompile a new version of this testing crack sequence. Ich meine, verständlich, das alles hier ist schon seit Jahren leerstehend, wie man ja optisch auch erkennen kann. Okay, hier gibt's kein Secret. Und mal wieder eine neue Teststrecke. Diesmal wieder mit einer Lichtbrücke. Ich finde die eigentlich immer ganz cool. Mal schauen, wie wir die diesmal anwenden wollen. Was passiert hier dann? Okay. Ich denke, wir holen uns dann erstmal einen Würfel. Stellen das Ganze hier auf die Plattform. Und gehen dann schon mal mit der Lichtbrücke hier rüber. Wäre an sich ja wahrscheinlich schon mal nicht verkehrt. Oh. Falsche. Dann gehen wir hier rüber. Schauen mal, ob wir uns hier noch einen weiteren Würfel holen können. Ach ja, der kommt natürlich... Natürlich kommt der dort raus. Aber das wäre an sich kein Problem. Er muss halt nur drauf liegen bleiben, ne? Was er in dem Fall jetzt auch tut. Sehr gut. Dann können wir nämlich einfach zurückgehen. Durch das Portal gehen, dann haben wir schon mal den nächsten. So weit, so simpel. Ich denke, auch in dem Raum gibt es sonst bestimmt nichts anderes mehr zu holen, oder? Oh, hier ist eine Tür. Aber ich glaube nicht, dass die aufgeht. So. Da haben wir den. Da haben wir schon mal potenziell zwei Würfel zusammengeholt, die bestimmt wichtig sind. Gehe ich mal von aus. Okay, das ist jetzt... interessant, sage ich mal. Sollte aber auch nicht so schwer sein, glaube ich. Da hochzukommen. Wenn wir jetzt einfach da ein blaues Portal machen, dann sind wir ja schon drüben. Ja, mit den Lichtbrücken kann man echt immer viel machen. Sehr, sehr nützlich. Ah, okay, und hier muss ich... Hier ist der Ausgang, okay. Also hier muss ich die Würfel hinbringen. Problem ist natürlich nur... Also einen könnte ich theoretisch hier schon herbringen. Das ist gut. Theoretisch, sage ich. Wir müssen halt immer noch den zweiten holen dann. Und der zweite befindet sich bestimmt da drüben, ne? Naja. Ich weiß an der Stelle noch nicht mal, wie man da reinkommt. Außer halt, indem man die Portale alle erlöschen lässt. Was wahrscheinlich die beste Idee jetzt erstmal wäre, dass ich das versuche. Und dann kann ich mir den Raum wenigstens mal angucken. Okay, hier befindet sich eine weitere Lichtbrücke. Was passiert, wenn ich hier rauf gehe? Ah, okay. Ich überlege gerade, in welcher Form uns das weiterhelfen soll. Hilft das überhaupt? Ich mal gerade so drüber nachdenke. Ich hätte mal nachschauen sollen, ob es da oben Flächen gab, wo man eine Wand projizieren kann. Wahrscheinlich nicht, würde ich behaupten. Man kann es ja jedoch trotzdem nochmal versuchen jetzt. Ich werde jetzt erstmal den Würfel hier mitnehmen. Den nehmen wir mal mit. Und dann schaue ich mal, ob da eine projizierende Fläche ist irgendwo. Nee. Dachte ich mir schon, das wäre sonst wahrscheinlich auch zu leicht. Gut, stellen wir erstmal den hier rauf. Dann müssen wir uns den da unten noch schnappen. Problematisch ist nur, wie kommen wir dann hier durch? Hier muss es anscheinend noch einen Würfel geben, den man sich holen kann oder so. Ich habe halt absolut keinen blassen Schimmer, was uns dieses... Was uns, naja, die Lichtbrücke da hinten bringen soll. Das weiß ich wirklich nicht. Weil die können wir ja, selbst wenn, können wir die ja nicht mal hochlaufen. Obwohl, warte mal. Schwierig. Nee, die bringt uns wirklich nichts eigentlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Schade, dass hier keine montierbare Fläche existiert.
Was man, nee, ich wollte gerade sagen, was man im ehesten machen kann, aber den Würfel kann ich ja trotzdem nicht durchbringen dann. Wie cool das wäre. Ich könnte jetzt einfach hier durchlaufen. Kann ich nicht irgendwie einen Schuh draufstellen oder so? Das wird doch bestimmt gehen, oder? Also das Glas lässt sich auch nicht kaputt machen, bin ich der Meinung. Auch wenn das hier komisch... Ja, irgendwelche komischen Partikel gerade loslässt hier. Können wir da nicht durchkriechen und uns einfach einen weiteren Würfel holen? Wäre nett, danke. Tja, das scheint nicht die Lösung zu sein, offensichtlich. Mehr oder weniger. Ich hätte mal den Würfel von da oben mitnehmen sollen, ne? Ich werde jetzt erstmal hier durchgehen. Ich hol mir da nochmal den Würfel, stell den darauf. Dann ist er da oben erstmal weg. Aber wir haben wenigstens wieder die Möglichkeit... Oh, wir haben wenigstens wieder die Möglichkeit hier... frei rumzulaufen. Dann gehen wir nochmal hier rüber und dann schaue ich mal, dass ich was auch immer tue. Gute Frage. Wie gesagt, ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was es hiermit auf sich hat. Wäre gut zu wissen. Das ist ja komplett nutzlos. Na gut, wir können uns hier noch eine ganz normale Lichtbrücke hinmachen. Klar würde das gehen, aber... In welchem Sinn hilft uns das jetzt weiter mit dem... mit dem Würfel da unten? Hier ist ein Loch. Toll. Sehr nützlich. Nee, hier muss es einen dritten Würfel geben, oder? Weil da oben komme ich ja sonst wirklich nicht rein, ohne irgendwie den Würfel zu beschädigen. Ich schaue mich gerade nämlich mal um, ob es hier irgendwo noch einen dritten zu holen gibt. Aber ich finde nichts. Vielleicht denke ich auch gerade schon wieder komplett falsch. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass das irgendwie nichts bringt. Können wir mal... Das würde auch nichts bringen. Wie gesagt, Glas ist ja eh nicht hier zerbrechlich. Oh. Ja, na gut. Passiert auch mal. Hä? Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Da bin ich jetzt überfordert. Das muss man mir erklären jetzt. Ich komme da ja offensichtlich rüber, wenn der Würfel aktiviert ist. Aber warum kann ich mir den... Also, es existiert kein dritter Würfel. Das ist gerade so ein bisschen mein Punkt, den ich nicht verstehe. Oh. Mein Scheiß Ernst? Ich hab nicht gesehen. Oh nein, das wird so peinlich sein, wenn man das schon in... Oh, wenn man das davor schon gesehen hat als Zuschauer. Es tut mir so leid für euch, dass ihr das jetzt mitmachen musstet. Ich hätte wahrscheinlich auch meine Faust schon zusammengeballt. Uiuiui. Ja, das war jetzt ein bisschen. Naja, wie sagt man so? Das war jetzt sehr peinlich. Das war jetzt sehr verdammt peinlich, denn es ist eigentlich echt gar nicht so schwer. Aber ich weiß echt nicht. Also das ist echt in die Irre führen da hinten. Das ist nämlich absolut nutzlos. Alright. A quick update. Compiling maps apparently takes quite some time. At least the turrets from Old Aptura are still coming up. Just a pity the toxic goo is coming up too. Ja, ich beeile mich schon. Ey, das habe ich aber auch wirklich nicht gesehen. Dass das, also, ja, na gut. Ich sollte die Wände genauer angucken. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin heute ein bisschen verschlafen. Denn ich habe heute verschlafen, um ein paar Stunden. Und das ist das schlimmste Gefühl immer, überhaupt, finde ich. Ich denke, das kann man vielleicht ein bisschen relaten. Denn kaum schläft man mal über seine 7 oder 8 Stunden, ist man nur noch müde. Hab heute 10 Stunden geschlafen. Und ja, hab mir jetzt schon Energy reingezogen und trotzdem noch total, hänge ich immer noch total lose rum. Ich find's echt krass, dass der Körper so funktioniert. Kaum ein bisschen was über seiner normalen Zeit und direkt ist man wieder müde, wo man eigentlich mehr geschlafen hat. Naja. Okay, eine riesige Laserwand. Erinnert mich an den Film Cube.
Ja. Das kann ich dazu sagen. Das alles. Nehmen wir uns den Würfel direkt schon mal mit. Als kleines Souvenir. Nein! Als kleines Souvenir. So. Spielen die Liebeswürfel eigentlich nochmal irgendwann eine Rolle? Mir fällt gerade nicht mal ein, ob die irgendwann eine Rolle gespielt haben in irgendeinem Spiel. Ich habe Portal 2 ja nie durchgespielt. Vielleicht hatten die da eine Rolle? Das kann sein. In Portal 1 habe ich vor ganz langer Zeit mal durchgespielt. Das heißt, es kann sein, dass ich mich daran nicht mehr erinnere. Das ist ewig her. Also, fast schon ein Jahrzehnt tatsächlich. So. Damals noch auf einem Laptop, wo das verdammt schlecht drauf lief. Man sagt ja immer, und das stimmt ja auch, dass Source Games auf jeden Fall auf ziemlich vielen Systemen laufen, mit ziemlich guter Grafik eigentlich noch, ohne dass es laggt, aber mein Laptop von damals, ja, also ich sag mal so, TF2 musste ich auf niedrigsten Grafikeinstellungen spielen, obwohl ich da auch sagen muss, da mache ich vielleicht noch einen, da schließe ich vielleicht noch einen Unterschied, weil TF2 ist ja ein Multiplayer-Spiel. Und Multiplayer-Spiele fressen allgemein immer ein bisschen mehr als Singleplayer, was ja Sinn ergibt, ne? Soweit. Okay. Das hier macht die Laserwand weg. Also beide Würfe sind tendenziell wichtig in dem Fall. Was jetzt gut wäre, wäre, wenn wir... Hä? Das alles? Ach, ich muss einen Würfel hochholen. Okay, deswegen. Ist noch nicht alles. Wollte schon gerade sagen, das wäre jetzt ja ein bisschen verwirrend gewesen. Aber kann ich den nicht einfach von hier mitnehmen? Oh, ja, jetzt verstehe ich, was hier los ist. Okay. Ja, dann nehmen wir halt den da hinten. Oder nicht? Ist das nicht eine Möglichkeit? Hm, nicht wirklich, ne? Mhm. Ja, schwierig, ne? Ich überlege gerade, wie man das macht. Das wirkte gerade so leicht. Lass uns erstmal hier hochgehen. Erstmal gucken, ob ich beide Würfel brauche oder nur einen. Ich brauche nur einen. Okay, das ist schon mal... Das ist schon mal relieving. Aber... In welche Richtung zieht er ein? Problem ist, wenn ich... Selbst wenn ich das versuche, ich glaube ja, dass Würfel kaputt gehen dann, oder? Ich könnte es höchstens so machen, dass ich mich denn da hinstelle währenddessen. Aber dann komme ich ja nicht mehr rüber. Oder komme ich das? Doch, würde ich. Würde ich, glaube ich, rüberkommen. Probier mal was. Welches habe ich hier? Blau. Okay, nee, das geht genau in die falsche Richtung. Und jetzt habe ich mich eigentlich nur getrappt. Toll. Das hat ja viel gebracht. Durch da. Nee, das war jetzt ein Softlock. Das war ziemlich dumm. Okay, kurz umbringen. Mel verlor ihren Kopf an diesem Tag. Naja, passiert doch mal den Besten. Okay, gut, dass es hier gespeichert hat. Ich habe das Gefühl, es hat irgendwas auf sich mit diesen Wänden hier. Das kann natürlich auch wieder einfach nur mein Gedanke sein, aber irgendwie habe ich so ein leichtes Gefühl davon. Wie wäre es denn, wenn man das theoretisch so machen könnte? Wartet mal. Ich habe möglicherweise jetzt doch wieder eine Idee. Wir gehen hier rüber. Hä? Was? Ich hab... Warum? Der Würfel da drüben, hab ich den nicht hingestellt? Oh, ich habe den so... Oh, ich habe den ein bisschen ungünstig hin platziert. Ah, tut mir leid. Tut mir leid, Würfel. Ich muss das nochmal... Das muss ich nochmal wiederholen. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Nicht schlimm. Machen wir den einfach auf der Seite. So. Jetzt sind wir hier. Dann könnten wir ja theoretisch jetzt das Blaue hier platzieren. Und dann geht es ja in die andere Richtung. Was nicht gut ist, weil genau die Richtung wollen wir halt nicht einschlagen. Na gut, okay. Ja, das hat ja super gut geklappt. Mensch, Len, du hast dich mal wieder selbst... Du hast dich mal wieder selbst gelobt, wollte ich gerade sagen. Ich meine,
Das sieht richtig aus, soweit. Aber wir müssen halt auch noch rüber, ne? Warte, der Würfel kann durch. Oh. Oh, 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 oh. Wie bitte? Der kann durch? Und wir können ihn jetzt einfach dahin saugen lassen? Das funktioniert? Okay, dann droppen wir nochmal ein. Warte, dann habe ich doch die Lösung direkt parat, oder? Nein, nein! Bleib hier, bleib hier! Nein! Okay, wartet. Machen wir es erstmal hier hin kurz. Da müsste ich da ja selber nochmal rüberfliegen wieder. Du kommst nicht mit? Noch nicht? Noch nicht. Und dann müssten wir doch theoretisch einfach nur... Okay, das wusste ich halt nicht, dass der Würfel hier durch kann. Das einfach hier platzieren. Dann kommt der hier durch. Ja, okay, dann ist das ja eigentlich ziemlich leicht. Ich habe nämlich gedacht, der terminiert dann oder so. Aber tut er gar nicht. Nett. Alles klar. Na dann, durch hier. Durch und durch, durch. So. Weiter geht's. Oh, das sieht cool aus. Ich mag auch die... Hier sind verdammt viele Wände, wo man was platzieren kann. Das ist gut. Und ich sehe auch schon ein Turret, was hier durchscheint. Ja, das wird also auf jeden Fall eine stressige Situation, die sehr viel mit Tod zu tun hat. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge spielen wir hier weiter. Ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Irgendwann, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende zu des Spiels. Zumindest glaube ich das. Ich bin gespannt, wie lang es noch geht, was noch auf uns zukommt, wie ich mich noch so schlage. Ich denke, ich schlage mich durchschnittlich okay. Manchmal ein bisschen dümmer, manchmal bestimmt ganz gut. Aber na gut, darüber könnt ihr gerne urteilen in den Kommentaren. Naja, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es nächstes Mal weitergeht, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Portal Stories Map. Noch einen wunderschönen portalreichen Tag, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye, bye.